Wasserdurchfahrten, glitschiges Laub, steile Böschungen. Für Autofahrer ist der Wald ein gefährliches Pflaster. Dieser Mann weiß das aus eigener Erfahrung. Heribert Reckenthäler ist Jäger. Täglich streift der Weidmann durchs Revier. Und oft hätte er dabei statt des Wilds beinahe seinen Geländewagen erlegt. An der Flinte ist er Experte, am Lenkrad nicht. Jetzt will er lernen, wie man sicher Offroad fährt. Nürburgring, Camp for Fun. Das Offroad-Gelände im Herzen der Eifel ist bekannt für raues Terrain. Der skeptische Blick spricht Bände. Zusammen mit anderen Jägern hat sich Heribert zum Offroad-Training eingefunden. Die braven Weidmänner wissen nicht, was sie erwartet. Aber ihre Instruktoren, Jörg Sommer und Alexander Witte, sind geschulte Offroad-Experten. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Guten Morgen. Herzlich willkommen im Camp for Fun. Nach einer theoretischen Einweisung geht's ans Eingemachte. Per Funk lotsen die Instruktoren die Teilnehmer durch einzelne Sektionen, die sich speziell an den Bedürfnissen der Weidmänner orientieren. Weder Mensch noch Auto sind in Gefahr, doch Heribert wirkt unsicher. Kein Wunder, das deutschlandweit erste Offroad-Seminar für Jäger soll Grenzbereiche aufzeigen. Wir haben hier einen sehr unebenen Untergrund, das heißt, das Fahrzeug federt entsprechend. Dementsprechend leicht kommt es natürlich auch an die Kippgrenze ran. Das Fahrzeug fährt 50 cm zu weit mit dem falschen Lenkanschlag und dann wird es für den Fahrer etwas nass. Wir haben aktuell eine Wassertiefe von 60 cm. Ich denke, dann nützt eine hochgekurbelte Scheibe auch nur bedingt was. Heribert ist dran. Mit 22 cm Bodenfreiheit, Untersetzung und zuschaltbarer Hinterachssperre muss er sich eigentlich keine Sorgen machen. Eigentlich. Langsam tastet er sich bis zur Kippgrenze des 6 Jahre alten Kia Retona vor. Sein Vertrauen in den kleinen Koreaner wächst. Nicht so das seiner Co-Pilotin. Super. Gott sei Dank. Erste Prüfung bestanden. Geschlossen zieht die Gruppe zur nächsten Aufgabe. Etwas eingeschüchtert wagt sich Heribert an den Steilhangtest. Das erwartet euch. Ein spannendes Abenteuer. Untersetzung rein, Fuß aufs Gas und los geht's. Von der anfänglichen Scheu ist nicht viel übrig. Hoch kommen sie alle. Du musst also wieder runter. Aber runter kommt Heribert schneller als erwartet. Der Kameramann bringt sich lieber in Sicherheit. War was? Ja, war knackig. Ah, ich hab genau das gemacht, was der sagt. Ich finde, die Bremswirkung hätte etwas stärker sein können, Alexander. Ein bisschen. Ich habe auch gesagt, leicht lösen. Ja, Fuß von der Bremse. Ganz gelöst. Ja. Ganz spannend. Traktionstest. Wo stößt der Kia Retona an seine Grenzen? Auf diesem Hügel ziemlich schnell. Buchstäblich setzt Heribert die Karre in den Sand. Jäger sind ein geselliges Volk. Doch hier helfen selbst die vereinten Kräfte nicht. Kurzerhand legen die Instruktoren eine Lektion im Abschleppen ein. Die gute Laune lässt sich dadurch keiner verderben. Können wir die Sandkastenspiele jetzt endlich mal beenden hier? Ja, aber nur wenn ich morgen meine Pflaumchen wieder kriege. Ah, kriegst du morgen wieder. Ab 2007 stehen am Nürburgring regelmäßige Offroad-Kurse für Jäger auf dem Programm. Höhepunkt und Mutprobe zugleich die Wasserdurchfahrt. Wer hier durchkommt, hat gute Karten fürs nächste Halali. Heribert blickt mit gemischten Gefühlen auf die braune Brühe. Sehr, sehr mulmig. Ja, ich weiß nämlich nie, ob man da nochmal mit trockenen Fußes rauskommt. Vor dem Kurs bekam Heribert an jeder Bachdurchfahrt feuchte Hände. Jetzt stürzt er sich furchtlos in die Fluten. Dank richtiger Fahrtechnik übersteht er den Tiefwaschgang selbst über die angegebene Wartiefe hinaus. Ich denke mal, dass ich sehr viel mitnehme, auch ins Revier hinein. Und bei manchen Passagen, wo man sagt, da lässt man lieber die Finger davon, dann soll man es auch so dabei lassen. Das erste Offroad-Seminar war ein Probelauf.
Demnächst sind zusätzliche Waldexkursionen und eine Schulung für den Umgang mit der Kettensäge geplant. Das gibt ordentlich Stoff fürs Jägerlatein.